Insulin gab, die hatte Hochblutdruck gehabt, alles ist nicht mehr da. Sie ist also auf dem besten Weg der Heilung. Das muss man sich mal vorstellen. Von 20 Medikamente nur noch eine. Aber das ist nur ein Fall. Auch die Klinik hat nicht reagiert. Ich habe sie natürlich erst angesprochen. Jetzt gehen wir auf den nächsten Fall in den Seniorenheim in Park in Neuötting. Ich erwähne es einfach. Was ist passiert? Da habe ich vier Leute. Der eine hing schon um 2:30 so den Tumor ins Bett. Die andere konnte auch nichts mehr, wurde mit dem Rollstuhl geschoben. Die wäre dement. Was ist passiert? Schaut auf meinen Videos drauf. Diese Leute können wieder gehen, die können sich anziehen, die können sich waschen und alleine eigenständig essen. So, was will ich euch damit sagen? Wir müssen was machen. Wir dürfen nicht mehr uns unter Druck setzen lassen. Ich kann euch sagen, auch was passiert ist. Ich habe die Kündigung in meinem Briefkasten gehabt, weil ich einfach nicht gearbeitet habe, wie die sich das vorgestellt hatten. So, und jetzt, was will ich euch damit sagen? Wir können, wenn wir die Leute, also die Senioren aus dem Altenheim holen, da, wer Vermögen hat, wer von euch verdient 4.400 Euro? In einem wer Jahr? Verdient, wer genau. verdient 4.000 Euro? So, ich sage euch mal, wenn ihr jetzt eure einen Angehörigen aus dem Altenheim rausholt, bei Pflegestufe 5, dann stehen euch zumindest 947 Euro zu. Euch steht Entlastungsgeld zu von 125 Euro. So, da kommt ihr schon mal, ohne dass, wenn die Vermögen haben, 1.270 Euro habt. So, jetzt habt ihr Vermögen, dann kommt ihr auf 4.400. Wie komme ich da drauf? Ganz einfach, weil ihr müsst das Vermögen abtreten. 3.100 Euro, ich drucke es bei mir in meiner Homepage rein, ich habe es alles da, müsst ihr bezahlen an Eigenanteil. Das heißt, es geht von Vermögen. Man wird wieder arm gemacht. Das ganze Vermögen, Immobilien, geht wohin? Geht es natürlich wieder in der beim Vaterstaat in der Kasse. Also, ich berate euch gerne, lasst uns gemeinsam die Senioren aus dem Heim holen, wo unschöne Pflegeverhältnisse sind. Wenn Fragen sind, könnt ihr gerne euch melden und wir sollten uns bundesweit einsetzen. Was ich jetzt gestern auch noch gemacht habe, ich habe eine Petition gestartet, das heißt, dass... Jo! Also ich habe jetzt eine Petition gestartet und es wäre toll, wenn ihr mitmacht. Es kann nicht sein, dass man für eine Person, die ein gleiches medizinisches Anliegen hat, die eine gleiche Person hat, in einem Altenheim 2.200 Euro bekommt und zu Hause, wo man Tag und Nacht um diese Person ist, nur 947 Euro. Lass das nicht zu, es muss gleich überall bezahlt werden, ob häusliche Pflege oder in einem Seniorenheim. Also ihr Lieben, ihr habt meine Nummer, ihr könnt euch melden. Lasst uns gemeinsam ein starkes Team deutschlandweit werden. Wir werden uns untereinander schulen, dass wir wieder menschenwürdige Pflege den Zuständigen wieder übermitteln können. Ich danke euch für euer Gehör. Danke. So, wie mir gerade eben gesagt worden ist, der junge Mann hier vorne mit der Vollmütze und roten Jacke ist gerade eben hingegangen, hat uns 100 Euro gespendet, dafür, dass wir das Ganze halt eben auch weiterhin mit durchziehen können. Einmal einen herzlichen Applaus! Dankeschön! Auch nicht! So. Ruf mal beim Mainstream an, hier ist was los. Nochmal ein recht herzliches Dankeschön an Thüringen mit 50 Euro. Leute, ihr seid so geil, wisst ihr das? Einfach nur geil. Ja. Also ich möchte mich erstmal bei den Leuten bedanken, die an den Autokurs mit teilgenommen haben. Wir haben ihn ja binnen kurzer Zeit auf die Beine gestellt und es waren... Soll ich brüllen? Ja, ich brüllen. Schrei doch mal richtig rum da! Hör mal raus damit!
So, also nochmal, ich bedanke mich dafür, für die, die mitgefahren sind im Autokursus, dass das alles so vernünftig funktioniert hat und wir doch sehr lautstark durch Berlin gefahren sind und wahrscheinlich die ein oder andere Hupe kaputt gegangen ist. Meine zum Beispiel zum Vorteil. Ich kaufe eine neue. Ich dachte, ja. Trotzdem danke ich dafür, also wie gesagt, dass das so gut gelaufen ist mit allen und vor allem auch einen Riesendank an die Leute, die gestern noch hier standen, wo es hieß, Ende im Gelände, wir machen einen Cut. Und die sind trotzdem stehen geblieben und haben es bis heute durchgezogen. Und heute sind einfach mal wieder zig Leute hier. Dafür zählt ein riesengroßes Dankeschön an alle, die hier stehen. Und da hoffe ich einfach, dass jetzt noch mehr Leute sich anschließen und dass auch, wie viele hier machen, auf TikTok live sind, um das Ganze halt noch weiter zu verbreiten. Wir selber sind aus Magdeburg angefahren. Geil. Wir sind ein paar Leute aus Magdeburg, Schönebeck. Und wir sind jetzt das vierte Mal hier und ich werde auch immer wieder kommen, solange es hier steht, um euch zu unterstützen, egal in welcher Form. Leute, wo sind wir denn drauf? Dann ist es so, dass ich selber... Wo sind wir denn drauf mal jetzt hier? Ne? Geh jetzt zurück, Leute, ich geh zurück. Also ich würde immer was sagen, ne? Aber nee, die weiß auch nicht. Nee. Ich will erst meine Regeln, Doku-Style. Ach, nicht so, ich auch mal reden. Es will auch nicht verhaftet werden, nee. Weil es gibt ja Abstandsregeln und das weiß ich nicht alles. Da wurden mir zwei Bußgelder auferlegt, weil ich das trotzdem weiter durchgeführt habe. Und ich habe dann mal die Frage gestellt, warum denn Gelder nach Peru für einen Radweg gelangen und hier bei uns in Deutschland werden nicht mal die Obdachlosen versorgt. Ich wurde abgeschmettert, ich möchte bitte den Raum verlassen. Das war die Aussage. So. Und das war das Ende vom Lied. Die Geschichte ist dann so weiter verlaufen, dass ich immer wieder Ärger mit der Polizei hatte, weil wir einfach weiter durchgezogen haben und das Ganze so gemacht haben, dass die Obdachlosen versorgt wurden. Ich appelliere einfach weiterhin an alle, die zugucken auf TikTok, hier sind ganz viele TikTok-Livegänger, dass einfach mehr Leute hierher kommen und mehr Leute sich hier hinstellen YouTube und sagen, auch. Jetzt ist Schluss, es reicht. Denn wie sagen wir alle so schön, zu viel ist zu viel, wir haben die Schnauze voll. Danke. YouTuber gehört wohl alten Eisen. Noch einmal ein ganz kurzes Wort auf Bezug der Obdachlosigkeit, auch hier in Berlin. Sag mal so, ihr habt das ja bestimmt auch alle mitbekommen. Lauter! Noch lauter? Ja, du bist es nachher schon, dass ich heiser bin, ne? Gut. Nein, also ihr habt es ja auch alle mitbekommen, dass Kev und seine Truppe hier in Berlin, sagen wir jetzt mal, nachdem sie, sagen wir jetzt mal, hier unterwegs waren, Essen verteilt haben, sich nichtsdestotrotz immer noch danach hier in Berlin auf die Suche gemacht haben, nach Menschen, die auf der Straße schlafen. Er hat dort die restlichen Essen verteilt, die warmen Essen. Und ich würde mal sagen, da gebührt ihm auch einen ganz, ganz dicken Applaus und auch seinem Team auch. Die waren nämlich teilweise. Also bitte einmal das komplette Team von Kev hier hoch. Bitte. Roger, Hirschis, Jenny. Jenny, sollen wir nicht holen oder kommst du freiwillig? Danke für die Rose. Schatzi, schick mein Foto! So, jetzt seht ihr uns erstmal hier als Viererkonstellation. Wir waren weitaus mehr. Einige Fahrzeuge sind kaputt gegangen, leider Gottes, deswegen sind heute nicht mehr so viele Fahrzeuge. Jeder, der unsere Community verfolgt bei TikTok, kev-live, der weiß, der Lackflüsterer. Auch meine Schwiegermama, also mein Frauchen, ihre Mama, große, große Unterstützung, weil sie ist jeden Tag zu Hause und macht für euch unter anderem auch das warme Essen mit. Das heißt, wir fahren gleich los. Super. Wir fahren gleich los, werden die Fahrzeuge sortieren und nochmal mit Nachschub kommen. Jawohl.
Darf ich mal sagen? Achso, für alle, ich mein, unter allen weiblichen Teilnehmer hier ist, also Hirsch ist auch noch Single, ne? Er ist auch auf der Suche. Ach, du auch. Ja, du suchst doch selber. Er sucht auch, er sucht auch. Er sucht selber. Gut, dann sind wir erstmal durch. Gib das Mikrofon an. Ah, ich noch. Moment. Ich noch. Also, ja, ich bin kein großer Redner, aber dadurch, dass Katharina etwas gesagt hat, glaube ich, ist es ganz sinnvoll. Ich bemühe mich. Bei 1,48 Meter kommt die Stimme nicht so gut raus. Insofern kann mich ja auch nicht aufblasen. Aber ich bemühe mich. Hört man mich gut? Ja. Wunderbar. Also Katharina hat es schön gesagt. Sie hatte die Kündigung, weil sie nicht so gearbeitet hatte, wie ihr Arbeitgeber es wollte. Das war doch richtig, ne? Ich glaube, es wird Zeit, dass wir alle mal wissen, wir sind der Arbeitgeber von denen da hinten, die da sitzen. Das heißt, sie arbeiten doch für uns. Warum machen wir ihnen nicht klar? Wir sind der Souverän. Wir wählen sie. Und wenn wir sagen, nein, es ist zu viel, dann ist es zu viel. Dann haben wir zu hören. Meine Meinung. Und wir haben Einigkeit. Und wir haben Recht, dass wir sie abhaben wollen. Und unsere Freiheit ist es zu sagen, was wir hier sagen. Danke. Richtig. Recht herzlichen Dank. Ich habe gerade die Information bekommen von unser Team, dass wir eine Werkstatt zur Verfügung gestellt bekommen haben, um unsere Fahrzeuge dort wieder zu reparieren. Danke! Das kommt Vladi. Das ist wichtiger. Ich möchte an alle Leute hier recht herzlich Danke sagen für eure Unterstützung. Ich habe die russische Fahne hier, ein Zeichen, wie da vorne die deutsche Fahne. Wir sind Freunde. Wir sind nicht die Aggressoren Deutschland. Ihr seid das Volk. Und ihr sollt stolz auf das Land sein, so wie ich auf mein Land, solltet ihr sein. Und wenn ihr eine deutsche Fahne hochhebt, das ist nicht Rassismus. Das ist der Stolz eures Landes. Und das sollt ihr auch machen. So wie ich, sollt ihr euch dazu bewegen, deutsche Fahnen auszustrecken, weil das ist Deutschland und nicht irgendwas. Danke! Spasiba. Ich muss leider jetzt wieder nach Hause. Ich habe 12 Stunden Fahrt. Aber ich werde wiederkommen. Ihr seid die Besten, die Geilsten, was es hier gibt. Und bleibt bitte stark. Ich komme wieder. Spasiba. Ganz kurz. Ladi, ganz kurz. Er fährt fast 2000 Kilometer hin und zurück, Leute. Hin und zurück, um uns zu unterstützen. Wir feiern diesen Mann so sehr. Aber bitte, Deutschland, wacht auf. Wenn er das schafft, dann schaffen wir das auch. Mann! Warum? Ich bin sehr stolz, dass es hier Leute gibt mit deutschen Fahnen. Respekt, ihr seid die Helden hier in Deutschland. Ihr bewegt was. Und wenn ihr jetzt weitermacht, ihr schreibt neue Geschichte. Aber man hat früher euch ausgelacht. Heute werdet ihr nicht ausgelacht. Heute sehen sie zu euch hin und sagen, Deutschland, ihr seid die Helden. Ihr habt den Mut, hier zu stehen, zu demonstrieren, dass diese Regierung unerträglich ist. Und da bin ich selber auch stolz. Ich bin stolz, dass ich hier in Berlin durfte sein, dass man mich so anerkennt, so beliebt bin. Aber ich bin auch nur ein kleiner Bürger, wie ihr auch. Darum bin ich gleich wie ihr. Und ich werde mich nicht ändern. Was ist das? Bürger, wie bist du? Ihr seid die Geilsten. Nein, alle sind die Geilsten. Leute, bitte! Nein, wir haben gerade ein deutsches Bekenntnis. Ja, hallo. Ich bin eigentlich nur ein kleiner Mann. 50 Jahre alt, gelernter Kommunikationselektroniker. Aus gesundheitlichen Gründen konnte ich meinen Beruf leider nicht fortführen.
und ich unterstütze die Demonstration der Bauern, Handwerker, Spediteure, weil es sind halt nicht nur die Bauern, es ist die ganze Bevölkerung. Die Politik hat Maß übertrieben und ich möchte jetzt hier mal für die Handwerker und auch für die Berufsunfähigen sprechen und kann da aus Erfahrung so ein paar Beispiele, nicht im Detail, aber was da abgeht, ist schon echt unterste Kante. Es gibt Leute, die seit 18 Jahren gesundheitlich mit Therapien, mit allen möglichen Versuchen am Arbeitsmarkt zu bleiben, immer wieder versucht haben, in den Arbeitsmarkt einzusteigen, wo die Krankenkassen dann sagen, Junge, ist zwar schön dein Engagement, aber funktioniert nicht, geh bitte zum Arbeitsamt. Das Arbeitsamt guckt sich den Fall an, guckt sich die Aktenlage an, sagt, Junge, das hat gar keinen Sinn, ist zwar schön, dass du arbeiten möchtest, aber stell den Rentenantrag. So, dann stellt man den Rentenantrag und dann kriegt man die Ablehnung. Bist du zu jung? Gar nicht mal wegen zu jung, man kriegt generell die Ablehnung. Da kenne ich viele Fälle. Ich bin in Selbsthilfen organisiert. Geht man in Widerspruch, schickt die Unterlagen hin, so eine Akte. Dann heißt es Reha vor Rente. Dann geht man zur Reha, um den guten Willen zu zeigen. Es wird festgestellt, der Mann ist nicht arbeitsfähig. So, kommt aus der Reha zurück. Ablehnung, Widerspruch, abgelehnt. Dann bleibt nur noch der Rechtsweg übrig. So, nicht jeder kann sich den Rechtsweg leisten, kriegt entweder einen Anwalt gestellt oder ist in irgendeiner Gewerkschaft und dann geht der Rechtsprozess los. So, und irgendwann ist auch nach einem Jahr, kriegt man kein Geld mehr vom Amt. Und dann steht man ohne Mittel da. Entweder hat man eine Familie, die einen dann aufrechterhält, oder dann kommt nämlich die Rentenversicherung mit irgendwelchen schiefen Angeboten und sagt, ja gut, jetzt haben wir mal 3 Jahre, 4 Jahre hingezogen, hattest du 2 Jahre kein Geld, wir zahlen dir mal ein halbes Jahr rückwirkend. Und dann gehen eben 1,5 Jahre Anspruch flöten. Für Leute, die 20, 25, 30 Jahre arbeiten waren, so wird mit den Leuten umgegangen. So, und dann kommt der Rechtsweg, dann hat man die Klage, dann sind die Papiere, dann kriegt man sein gerichtliches Gutachten, nicht mehr ein Gutachter von der Rentenkasse, der das dann auch noch bestätigt. Und wer denn die Nerven und die Geduld hatte, durchzustehen, der wartet dann über ein Jahr auf einen Gerichtstermin, wo einfach mal gar nichts passiert. Und die ganze Zeit bekommt man kein Geld. Und die Politik hat nichts Besseres zu tun, als Leute, die dann auf die Straße gehen, als rechtsextrem oder Kriminelle darzustellen. Nein, wir haben die Schnauze voll! 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 Und nehmt mal die Fresse auf, wenn diese Wechsel hier stehen! Und wenn die uns nicht zuhören wollen, dann werden wir hier auch nicht mehr weggehen. Und es sind nicht nur die Bauern, es sind nicht nur die Lkw-Fahrer, es sind nicht nur die Handwerker. Es ist die Bevölkerung, die einfach mal die Schnauze voll hat. Und das wollte ich hier loswerden. Dankeschön. Leute, ich bin aufgeregt. Aber egal, ich bin der Öffentlichkeitsarbeit gewöhnt, dank meines YouTube-Kanals. Gut, Leute, danke an die Vorredner, die haben vieles Wahres gesagt, kann ich vorhin hinterstehen, klasse. Was ich mal ganz ehrlich immer äußern wollte, was ich in meinem Livestream mehrfach gesagt habe, was mich an dieser Politik hier ankotzt und auch an den Medien. Ich bin seit Tag 1 hier, werden hier die Bauern, die Handwerker, die Schausteller und sonst wer, unser Rückgrat, unser Gesellschaftsstand, hat die mediale Presse hier das Ganze hier verschwiegen und hänge lieber den ganzen Tag und berichten von massenhaften Demos gegen rechts, gegen die AfD. Es geht mir echt auf den Sack, wir haben kein Rechtsproblem, wir haben kein AfD-Problem in diesem Land, wir haben ein Ideologie-Problem, unsere Regierung ist am Arsch. Jawohl!
Es gibt keine Rechte. Und Leute, ich möchte dort auf jeden einzelnen Bauer, jeden Handwerker und wer immer hier ankommt. Und ihr hinter euch wieder die Leute, wenn ich jemals, ich bin nicht von der Überzeugung, aber wenn ich wählen könnte. Leute, ich möchte gerne der Welle, wenn ihr die Landwirte gut findet. Wenn ich jemand, irgendjemand wählen könnte, den ich noch wählen kann, ist er nicht in der Partei. Sie sind keine Parteien mehr gewählt, auch die AfD nicht. Ich bin da wieder dagegen, ist mir scheißegal. Ich wähle die Bauern, ich wähle die Menschen, die das Land aufrechterhalten, die Helden des Alltags, die das Rückgrat unserer Gesellschaft sind. Die sollte man wählen. Und unsere Politiker, die da oben in Kreistag, Bundestag und sonst wo sitzen, die sollte man abdegradieren, zurück in die letzten Ghettos schicken, mit Bürgergeld, damit ihr endlich mal die verdammte Realität kennenlernt. Verdammte Scheiße. An alle TikToker, die unterwegs sind und Live-Übertragung machen, bitte, bevor ihr Informationen rausgibt, meldet euch bei uns, bevor wirklich falsche Informationen rausgehen. Für alle Leute, die noch Schilder für ihre Fahrzeugmarkierungen brauchen oder auch so Schilder haben wollen, hier auf, zu meiner rechten Seite haben wir Pappe, Bettlaken, Spülkreide, Edding. Die können die auch herstellen. Seht ihr Leute, viele. So, wie ihr hier drüben seht, an dem Seat Leon ist ein Schriftzug drauf. Gemeinsam statt gegeneinander. Falls irgendeiner Interesse an solch einem Schriftzug hat, meldet sich bitte hier bei Alex. Alex hat die Connections dazu. Er kann euch das im Endeffekt vermitteln. Dankeschön, Dankeschön, Leute. Musste mal raus, einfach mal öffentlich. Hat es auch mein Stream schon gesagt, aber. Sagen wir die Wahrheit. So, wir sind Freitag extra aus Mittelfranken hier angereist, um die Jungs hier zu unterstützen, weil uns viele Nachrichten betroffen haben, dass die hier auflösen, wenn es zu wenig werden. Wir standen dann gestern mit 5 Autos, 10, 12 Mann hier und haben gekämpft über Social Media, dass wir das alles wieder auf die Beine kriegen. Und wenn ihr euch umschaut, ihr seht selber, wie viele Leute hier gerade sind. Wir haben es geschafft. Genau, der Seher da drüben. Falls jemand Interesse hat an Folien oder sonst irgendwas, einfach melden. Und wir werden auch heute wieder fahren. Wir sind über TikTok erreichbar. Meine Frau ist da unten, die hat auch TikTok, die ist auch ständig live. Wir haben die Namen hinten draufstehen. Wenn irgendwas ist, einfach melden. Dreh dich doch mal um. Die Meister hat gestern gegeneinander. Oh, Leutchen. Leute, hat mir Überwindung gekostet, obwohl ich eigentlich spreche hier als YouTuber, ich gewohnt bin die ganze Zeit. Aber von der Bühne stehen, von Menschen, die ich live sehe, ist schon echt ein Unterschied. Da hat man ja abflattern. Oh, Leute. Und ich habe die Hälfte vergessen, was ich sagen wollte. Die Hälfte habe ich vergessen. Scheiße. Aber egal. Das kam aus dem Herzen.